Moin Moin und hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue und ich bin hier gerade im Flottenmenü, weil ich einfach mal gucken wollte. Oh, Löwenkopf-Admiralspistole haben wir freigeschaltet. So, ich wollte jetzt einfach noch schnell die Flotten losschicken. Route sichern. 100% Schlacht beginnen. Ja, interessiert mich nicht, überspringen bitte. Huch, der hat ein Feuerfass getroffen. Hat ihn selber getroffen. Und ich habe ein Feuerfass gedroppt. Ups. Ja, war nötig. Vielleicht ein bisschen. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt hier können wir jetzt eine Mission wählen. Cap François. Die Victoria. Ja, reparieren für 5 Pfund. Das ist, ich glaube, Pfund oder Lief. Ja, Pfund. Müsst ja. Wir sind ja Engländer, oder? Sind wir Engländer oder Franzosen? Ne, wir sind keine Franzosen. Oder? Ich weiß gerade absolut nicht. Die Nymphe regelt hier mal. Schlacht überspringen wir. Beide kaputt. Wieder irgendwelche Ressourcen, von denen ich noch nicht weiß, was die bringen oder ob die irgendwas bringen überhaupt. Hier, ja, genau die schicken wir dahin. Barbados haben wir halt freigeschaltet, glaube ich, letztens. Ja, da muss die Brig jetzt erstmal regeln. Gegen 2 Kanonenboote sollte sie easy schaffen. Hat relativ viel Leben verloren, das Ding. Das ist natürlich gemein. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so viel Leben verliert. Oh Gott. Spät. Ich muss jetzt noch aufnehmen, weil ich das über die Ostertage nicht geschafft habe, beziehungsweise ich unterwegs war. Aber das ist egal. Deswegen kam auch über die Ostertage nichts. Aber jetzt kommt wieder was. Und deswegen muss ich jetzt relativ spät abends was aufnehmen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich bin ja eh ein Nachtmensch. So, hier noch schnell das Kanonenboot zerstören. So. Ich habe mir auch überlegt, ob ich die Sachen hier jetzt vielleicht immer offscreen mache. Also zwischen den Folgen irgendwie sowas. Weil ich weiß nicht, ob das so spannend für euch ist, wenn ich hier immer nur so ein paar Schiffe losschicke und so. Keine Ahnung. Müsst ihr mir sagen. So, wir haben alle... Ah, hier können wir noch die Route sichern. Die Brücke gegen 2 Kanonenboote. Zack. Routenrisiko sicher. Sehr schön. Haben wir aber keine Mission, glaube ich. Nein, haben wir nicht. So, sehr schön. Seekampagne verlassen, ja. So. Ich wollte eigentlich mal das Outfit jetzt einfach nochmal ändern, dass wir mal ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Nicht mehr das Assassin-Töter-Monturen. Assassin-Montur will ich nicht. Übergangsmontur, nein. Entdecker-Montur. Raider-Montur, nein. Oh, das ist alles so teuer hier. Okay, dann nehmen wir einfach mal die Dings. Über Entdeckermontur könnten wir kaufen, aber die Übergangsmontur packen wir jetzt einfach mal rein. Also C-Montur finde ich nicht so hammer, aber hier die normale Shay-Montur, die wir gehabt haben. Hier nehmen wir kurz nochmal Sachen mit. 2500. Nicht ganz ohne. Aber wir tun ja auch was für unser Geld, nicht? So, was müssen wir jetzt mal eigentlich machen? Ich weiß gar nicht mehr. Ist schon etwas länger her. Wie gesagt. Ein paar Tage schon. Captain hat das gesteuert! So, mal kurz. Deswegen auch die Steuerung noch mal kurz ein bisschen gucken hier. Wo mussten wir hin? Da hinten müssen wir hin. Okay. Oh, da ist ein Bandenhauptquartier. Das lasst man sich aber nicht entgehen. Ist das eigentlich ein Vor? Das ist nur so ein Bandenhauptquartier, wo wir anlegen können. Ne, ist glaube ich kein. Ich bin mir gar nicht sicher. Hier links ist so ein kleiner Hafen, wo wir noch auf jeden Fall noch 2 Truhen haben. Was haben die denn hier gelagert eigentlich? Holz, Metall. Bereit zu feiern, Captain! Wie ich sehe, ist es kein Vor hier, sondern einfach nur so ein Lager. Da könnte man rein theoretisch auch mal letzten schnell plündern bzw. einnehmen das Lager. Feuer!
Easy. Mit dem Puckelgewehr ist es relativ einfach. Ich mag die Katana immer noch. Die sind einfach nur schön. Ach komm, Feindschaft ausschlachten. Ein bisschen Geld verdienen. Schadet nicht. Dass er immer die Anweisungen gibt, ohne was zu sagen, das verstehe ich auch nicht. Er hat doch seine Stimme, er kann doch reden. Hier kann ich hier anlegen bestimmt, oder? Oder muss ich da hinten anlegen? Ja, ich muss da hinten anlegen. Okay. Dann legen wir hier hinten ein. Eigentlich jetzt hier so, zack, einmal reinballern da. Ins Lager, aber ich glaube, das wäre zu übertrieben. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Sieht irgendwie ein bisschen aus wie Halifax. So, Bandenhauptquartier. So, hier hinten können wir, glaube ich, relativ easy rein. Den Sklavenhändler töten, den Banditenanführer finden und töten. Die Flagge der Banditen streichen. You there! Stop now! Gut, dass er hier alleine war. Wir bräuchten echt mal Munition hier. Nimm auf. Munition plündern. Schadet auf jeden Fall nicht. 4 Schlafpfeile, alle Munition voll. Schadet in der Tat nicht. So, hier hinten ist irgendwas. Das ist die Flagge, oder? Ich weiß es halt absolut nicht, dass da hinten die Flagge ist. Ich glaube es. Da ist ein Scharfschütze. Oh, da ist der Banditenanführer. Nehme ich an, dass das... Oh nein, das war eine Schlafgranate. Scheiße. Ich wollte eigentlich Berserker-Pfeile nehmen. Ah, ich habe keine Berserker-Granate. Den müsste ich ja auch nochmal Berserkern. Der stirbt jetzt daran, der andere rastet hier auch nochmal ein bisschen aus. Und hier da vorne irgendwo müsste so ein Stalker sein. Oh, was? Willst du ihn mal töten? Danke. Da unten ist auf jeden Fall irgendwo ein Stalker drin. Da irgendwo. Ich weiß nicht, ob es ein Heuhaufen ist, auf jeden Fall. Ich glaube, ein Heuhaufen. Warte, wir haben noch hier die Knallkörperpfeile. Im Heuhaufen. Oh Gott. Hölle, was? Wieso?
So, die Flagge wäre auch gestrichen. Nach dem komischen Ding gerade eben. Oh, du sollst nicht. Nein, du sollst nicht pfeifen, du sollst hier plündern, ne? Nicht immer pfeifen. Müssen die Gegner müssen nicht wissen, dass du da bist. Hier ist irgendwo noch ein Stalker. Unten wahrscheinlich. Da unten. Da. Im Busch. Zeig. Immer so rot gerade. Muss der hier in der Nähe sein. Auch. Ah, da ist er. So. Das ist unser Gebiet jetzt hier. Da zieht er hier Franzosen. Ja, haut ab. Da schwimmt gerade noch ein Franzosenschiff. Vor sich in unser Gebiet hier eingenommen. Sehr schön. Und schon sind hier rote Wachen und keine. Gibt's hier nicht keinen Aussichtsposten? Nein, gibt's hier scheinbar nicht. Ah, da ist ja noch ein Upgrade, eine Renovierung. Ja, die können wir uns leisten. Nach da hinten müssen wir. Nach da hinten oben. Ja, genau, Shay. Lauf am besten einfach nur gegen einen Zaun. Oh, schon wieder mit Windmühlen reparieren dürfen. Das ist schön. Ich warte auf eure Anweisungen, Sir. Annehmen. Das Gebäude reparieren. Die schöne Windmühle wieder heile. Das Wahrzeichen dieses kleinen Fleckchen. Fleckchen Erde. Das kleine Fleckchen Erde ist jetzt wieder auf dem neuesten Stand und arbeitet hier wieder. Sie dreht sich wieder, oder? Ja, sie dreht sich wieder. Hi. So, was haben wir hier noch alles? Nur Thun und Animus-Fragmente. Ein Lied hätten wir hier noch. Kommen wir mal zum Gemischtwarenhändler. Weil ich glaube, wir können uns da jetzt eine neue Pistole kaufen. Aber mal gucken, was der so alles hat. Hm? Moment noch kurz. Ach, hier ist eine Bank, stimmt ja jetzt. Oh. Flotte. Oh, okay, hier kommt die Flotte auch. Erstmal ein bisschen Geld eingefahren, alles klar, nehmen wir auch mit. So, jetzt haben wir wieder die 100%. Ja, 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 mach hin, ey. Hook. Keiner kann gegen Captain Hook gewinnen. Nicht mal so ein, also nicht, noch nicht mal so ein. Man merkt, ich habe so viele Versprecher gerade drin, das ist krass. Also ich will mir sagen, selbst so ein lächerliches Kanonenboot hat keine Chance gegen, aber das ergibt ja gar keinen Sinn. So ein mickriges Ding erst recht nicht. So, müsste das klingen. So, Bank ist leer, ich gibt's ja wohl nicht. So, zeige uns deine Ware, indem wir hier durch die Tür reingehen. Können wir nicht durch die Tür reingehen? Warum nicht? Geht nicht, alles klar. Tja. Können wir am Schiff eigentlich irgendwas verbessern? Frage ich mich da. Was bedrückt euch, Captain? Oh, ich will nur wissen, ob... Ah, wahrscheinlich nicht. Nee. Sehr wahrscheinlich nicht, weil wir einfach kein Metall haben und die Breitseitenkanonen hier sieht man teuer. Teuer, 16.000 Pfund. Alles kostet irgendwie Metall und Metall ist echt ein seltenes Gut. Es kostet alles Metall und Holz. Wir brauchen Metall. Dringend. Und Holz. Metall, Holzstoff, halt so die Rohstoffe, ne?
Oh, ist das ein französisches Schiff? Okay. Oh, hat der gerade irgendwie runtergekickt? Das tut mir leid. Oh, das ist tatsächlich ein französisches Schiff. Welche da? Stopp. Oh Gott, die haben ja nichts geladen. Kannst du echt vergessen. So, kurz auf die Map gucken, dass wir hier zum nächsten... Storypunkt segeln. Mit schönem Seemannsgesang. Zieht die Morrigan mit Piratensegeln zur nächsten Story-Mission. Yay. Moment mal kurz, ist hier ein... Auf dem... Hier ist ein Nachschublager eigentlich. Eigentlich müsste ich jetzt hier irgendwo anlegen. Tut mir leid für die Leute, die sich dachten, endlich geht's mit der Story weiter. Das muss ich jetzt erstmal machen. Dann. So. Ich glaube, das ist nicht so schlau. Oh, hier kann ich ziemlich viel machen. Auf jeden Fall hier den synchronisieren. Oh, hier ist auch ein Lager. Also Siedlung, ach ja. Aber ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Däumchen da und dann sehen wir uns beim nächsten... Das hat gerade Bumm gemacht. Ich habe nichts gemacht. Naja, wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.